Jo, Mahlzeit, was geht ab? Heute mal ein kleines Extra-Video und zwar, ja, Graffiti-Gossip. Oh nein, cringe. Ja, ich bin nicht so der Gossip-Typ, aber wenn es sich halt um meine Person dreht, bin ich natürlich gerne dabei. Und dazu ein kleines Statement, beziehungsweise möchte ich was aufarbeiten, denn ich habe wohl den Zorn einiger auf mich gezogen, nachdem ich in einer meiner letzten Videos aus dem Freiland das hier gesagt habe. So, sieht man mal, was mit solchen Opfern passiert. Und ja, aufgrund dieser Aufsage habe ich folgende Nachrichten auf Insta erhalten. Boom, Junge, was ist dein scheiß Problem mit uns? Warum ziehst du so eine Scheiße ab, obwohl du mich gar nicht kennst? Ich bin einer, mit dem du vernünftig schreiben kannst. Das, was in deinem Video über meine Texte sagst, ist halt Bullshit. Ich komme aus dem Ruhrpott. Weißt du eigentlich, wie man das hier klärt? Hier würden wir sagen, pass auf, wir treffen uns, hauen uns auf das Maul, trinken ein Bier und diskutieren die Scheiße aus. Jetzt meine Frage an dich, was ist da los, dass du so einen Hass schiebst? Und die zweite Nachricht, noch ein bisschen besser eigentlich. Was sagst du über meine Crew, dass man da sieht, was mit Opfern passiert? Du Hu, lass treffen und ich zeig dir, wie das Opfer dich f***, du Fott. Ja, Zeug dazu sagen, ne? Also, krass. Aber gut, für die Leute, die jetzt nicht Bescheid wissen, ne? Wie und was und wie das jetzt eigentlich dazu kam, möchte ich halt diese ganze Sache nochmal ein bisschen aufarbeiten. Vor allem halt auch für die zwei Typen. Damit die Sache halt ein für alle Mal geklärt ist, weil ich habe keine Absicht, mit euch irgendwie in Kommunikation zu treten, ja, und die Sache mit euch zu klären, weil da gibt es nichts zu klären von meiner Sache. Um die Sache halt nochmal ordentlich aufzuarbeiten, fange ich am besten nochmal ganz von Anfang an. Als ich halt knapp vor einem Jahr angefangen habe, mein erstes Video hochzuladen, dauerte es nicht lange, bis dann halt ein anderer Kanal angefangen hat, sich an meiner Bildsprache zu bedienen. Hat mich am Anfang halt gestört. Jetzt ist es mir allerdings völlig egal, weil seitdem haben sich halt Welten zwischen meinen Videos von damals und heute halt aufgetan. Und daher Schwamm drüber. Ist mir absolut Rille. So, ne? Macht euer Ding. Also ich hatte halt damals eine Ansage gemacht, wo ich halt genau das thematisiert habe. Die Leute haben das auch gesehen. Eigentlich sollte halt von deren Stelle noch ein Statement dazu kommen. Kam aber leider nie. Ne? Aber darauf werden wir gleich nochmal zurückkommen. Jetzt aber weiter im Thema. In einem Video von der Truppe war einer von denen halt in Rostock und ist halt über mehrere Bundbilder mit einem Silberhunden rübergegangen. Ja, ich habe da jetzt nochmal ein paar Ausschnitte. So, Freunde, jetzt reißen wir hier ein bisschen vor. Heute die Nummer 100. Habe ich ja gesagt. Kurz Specialty. Und dafür habe ich mir heute ein richtig schönes UGC machen wir heute. Haben wir Bock drauf? Kann man hier schön nochmal abmessen. Und zwar die ganze Plattengröße kann man hier mal nehmen. Also wir haben jetzt 3,5 Platten. So. 1, 2. Ja, passt aber so. Ja, war gut. Aufgrund dieser Aktion sind natürlich einige negative Kommentare entstanden. Leider wurden diese gelöscht. Also falls jemand von euch, ja, da einen negativen Kommentar geschrieben hat und da gelöscht wurde, ja, lasst es mich wissen. Ihr könnt ja hier nochmal schreiben, was ihr da geschrieben habt. Jedenfalls haben ihn dann diese negativen Kommentare ihn dazu veranlasst, ein Statement dazu abzugeben. Und dieses Statement bestand eigentlich nur daraus, dass er es nicht versteht, warum Hate-Kommentare kommen. War doch ein richtiges Bild und damit ist das Thema für ihn gegessen. Okay, hier nochmal ein Ausschnitt vom Statement. Dass ich in Rostock wieder übelst geflamed worden bin. Ja, du bist ja toll und toll und warum ich immer 5 Bilder rüber hier. Also da waren echt Kommentare gewesen, die unter aller Sau waren. Und ich weiß ja nicht, wo hier das Problem ist. Das war eine Chrom an der Heu. Also das ist für uns hier normal, ja. Da hinten Chrom, hier Chrom, das ist überall Chrom. So, ich habe so einen Background gemacht, dass links und rechts schön der Abschluss ist mit Bilder bei dem großen OGC. Und ich habe so groß gemalt, weil etwas Besonderes für mich war, weil das nämlich Bild Nummer 100 war. Und deswegen ist es halt ein bisschen größer geworden, habe dann links und rechts schön bündig einen Abschluss gefunden. Und da will ich
jetzt sagen, wo das Problem ist. Also, nur weil ich jetzt mit Chroma und Roll gegangen bin, oder was ist da los? Bevor jetzt der eine oder andere sagt, so, ja, Heulkrossen, lächerlich, blablablub. Mag sein, ne? Aber es gibt halt doch gewisse Verhaltensregeln, die man halt auch an der Hall beachten sollte, damit halt sowas nicht passiert. Ne? So, und dann wurde es eigentlich auch ruhig um den Kanal, bis dann halt eines Tages ein neues Video am Start war. Und weil das ja für mich so meine Lieblings-Graffiti-Cringe-Gang ist und ich da auf jeden Fall mir immer gerne Videos angucke, war ich natürlich absolut gespannt, was jetzt passiert, als ich das Thumbnail gesehen habe aus dem Freiland. Komisch war nur, dass ich halt 2 Wochen davor selber im Freiland war, ne, mit Turn und Tia und Dippel. Und haben da halt die ganz große Wand gemacht. Und naja, was soll ich sagen, guckt es euch selber mal an. So, und was ich mich jetzt halt frage an dieser ganzen Sache. Warum kommen die Jungs aus Marzahn-Hellersdorf nach Potsdam? Warum kurze Zeit später, nachdem ich einen Witt hochgeladen habe? Warum crossen die Turn? Warum ausgerechnet diese Wand? Es gibt in Freiland auch so weit wie eine Humpen-Area, ja, zum Üben. Ich glaube, da wärt ihr besser auf ihr Home gewesen. Solltet, also da rattert es halt in meinem Kopf. Ja, da frage ich mich halt so ein jetzt. Und dann frage ich mich halt, soll das ein direkter Angriff sein? Soll das die Reaktion sein auf das Video, wo ich euch einen konstruktiven Tipp gegeben habe, dass ihr bitte euer eigenes Ding machen sollt, anstatt Leute zu kopieren? Und was ist das überhaupt für eine Aktion? Ja, ihr fahrt 2 Stunden von Marzahn-Hellersdorf nach Potsdam, um da einen 10 Liter Eimer weiße Farbe an die Wand zu schmieren, um da dann irgendwie mit Throw-Up-Styles rüber zu gehen. Also, wie gesagt, also die Wand vorne, ja, das ist für ambitionierte Leute. Also die Wand für Fortgeschrittene, sozusagen, ja, Anführungsstriche. Und ihr zieht da halt euer unliebsames Geschmier drüber. Jetzt kommen wir wieder zum Anfang und zu den Nachrichten. Ihr wundert euch, warum ich euch Opfer nenne. Ich habe eure Text nicht gecrossed, das waren andere. Und ihr habt nicht nur meine Aufmerksamkeit auf euch gezogen, ja. Ich habe also nur laut ausgesprochen, was sich viele bereits denken. Und das habt ihr ganz alleine hinbekommen, ja? Für mich gibt es 2 Arten von Toys. Die, die neu dabei sind und ambitioniert sind. Ja, die sich Step by Step weiterentwickeln und besser werden. Und dann gibt es halt so eine Leute wie euch. Ja, ein Haufen Unbelehrbarer, die mit Gewalt drohen, ja? Anstatt selber mal seine Handlungen zu hinterfragen und warum die Leute dann so reagieren. Aber euch musstet ja schon irgendwo bewusst gewesen sein, denn sonst hättet ihr ja nicht eure Kommentare unter diesem Freiland-Video deaktiviert, oder? Ja? Sonst hätten nämlich andere schon meinen Job übernommen. Das könnt ihr mir glauben. Ja, und jetzt droht ihr mir halt mit Gewalt. Und da kann ich halt nur sagen, so auf diesen Kindergarten lasse ich mich nicht ein. Macht gerne euer Ding weiter, aber macht es bei euch. Ja, wenn ihr in meine Gegend kommt, benehmt euch wie eine offene Hose und wundert euch dann, dass ich das nicht unkommentiert lasse. Ja, außerdem müllt ihr diese öffentliche Plattform mit euren Content voll. Also müsst ihr wissen, dass Leute sich das angucken und sich darüber eine Meinung bilden. Ja, also macht erstmal einen Internetführerschein. Ja, weil wenn ihr nicht wollt, dass Leute sich eine Meinung bilden zu euren Sachen, ja, dann macht das klangheimlich und stellt das nicht in die Öffentlichkeit. Oh, Gott, Alter. Nur jetzt mal meine Frage zum Ende so. Wer hat hier eine große Fresse? Ja, ich gebe bloß das wieder, was hier augenscheinlich vor mir passiert. Ihr kennt meine Videos, ihr wisst, dass ich abliefer und nicht nur bla bla mache. Ja, und im Gegensatz zu euch muss ich mich nicht irgendwie wehren, indem ich anderen Leuten mit Gewalt drohe. Ja, werdet mal erwachsen. Und ja, ansonsten fällt mir da jetzt auch nichts weiter ein.
Und Ich verstehe da wirklich die ganze Diskussion darüber nicht. Ja. bla bla bla. Na, 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 bitte keine Ironie, sonst wirst du ordentlich gemobbt, sonst kommen sie wieder an den Mob und diskutieren über Gott, schon brennt das Internet schon fort. Hör zu, es gibt Typen, die wir noch mehr hassen als ihr.